Jetzt können wir anfangen, Klappe die zweite. Hallo, grüß Gott und Servus, da ist der Gösemer Pfarrer. Dieses Mal mit keiner Predigt, sondern mit was ganz anderem. Und ich bin auch nicht allein. Also allein an meinem Schreibtisch hocke ich schon, weil mir hocke all bei uns daheim. Der Alfons Schlereth, hallo. Grüß Gott. Der Robert Amersbach. Grüß Gott, Pfarrer, Servus, Alfons. Servus. Grüß dich, Robert. Servus dabei. Und meine Hausfrau, meine Haushälterin, die Frau Brischwein, die sitzt an der Technik bei sich zu Hause. Hallo miteinander. Und guten Abend, Heike. So, wenn wir uns jetzt noch eine Stunde lang begrüßen, da protokollgerecht, dann werden wir gar nicht auffangen. Das ist schon der zweite Versuch, das können wir unsere Hörer und Hörerinnen ja ruhig anvertrauen. Ne? Bin immer gespannt, wie lange es noch geht, bis es endlich was wird. Also wir fangen an, wir haben uns was Besonderes vorgenommen. Wir haben gedacht, wir machen sowas wie einen fränkischen Abend. Den hat immer gäbe und gibt es hoffentlich auch weiterhin, irgendwann mal wieder, in der Zehnschein. Und heute machen wir es von uns nach Hause, zu Hause aus. Damit die ganze Nacht, hat immer Bratwurst gäbe. Ne? Das letzte Mal wollte ich nur so sagen, ich glaube, ich habe gar nicht gekriegt, aber sonst wird es immer welche gäbe. Weil der Pfarrer zu spät kommen ist. Ja, ich weiß, wegen der Predigt, alles schon gut. Aber immerhin, ich habe da ein rotes, was habt ihr bei euch stehen? Ich habe alkoholfreies Bier, pfui. Alkoholfreies Bier, das kann gut losgehen. Und was gibt's noch? Ich habe Weißweinschorle. Weißweinschorle. Frau Brischwein? Die ist gar nicht mehr da. Ganz schlecht. Ich habe einen Kräutertee. Ein Kräutertee. Lieber Gott, ich brauche jetzt nicht mehr reihum. Also gut, ich mit meinem Rotwein und ihr mit eurem Kräutertee. Viel Spaß. Wir hören, damit es nicht zu trocken wird, das ist ja schon schlimm genug, wir hören jetzt ein Liedle vom Alfons. Da geht es um Räder und es geht um Technik und was halt sonst so passieren kann. Ja, kurze Vorgeschichte zu dem Lied. Manchmal passiert einem etwas und es ist dann im ersten Moment sehr ärgerlich oder peinlich. Aber wenn dann mal Wochen vorbei sind oder Monate, dann kann man schon wieder drüber lachen. So, und das erste Lied heißt also jetzt Zwei Räder auf dem Autodach und die Melodie ist von Fredel Fesel. Die Eva hob mit Schwung zwei Räder auf ihr Dach. Sie wollte mit ihrem Kurt am nächsten Tag ein langer Radur machen. Wenn ihr Kurt eine Panne hätte und dann hilflos vor seinem Rädler ständ, er könnt's nicht reparieren, denn er hat's wohl linke Hände. Sie hat ihren Kurt gekannt, ja, Eva wusste das. Drum fuhr sie in die Werkstatt, wollte die Räder nochmal durchchecken lassen. So fuhr sie rein nach Kast, in das alte Geschäft. Dort hatte sie mit ihrem Kurt im letzten Jahr die Räder gekäft. Jetzt geht's heimwärts und schneller natürlich. Die Eva kam mit Schwung, zwei Räder auf dem Dach. Sie wollte in die Garage, doch das Dach, es war zu flach. Sie fuhr mit beiden Rädern gegen Dachrinn und Hauswand, sodass die reparierten Räder man am Boden wiederfand. Im Vorderrad achtete der linke Leichterbeutel. Die Lampe ganz zerdeppert, die Eva hat geheult. Zurück in die Werkstätte, sie hat sich leicht geniert. Doch der gute Handwerker hat's gleich wieder repariert. Die Moral von der Geschichte, hast da Räder auf dem Dach. Fahr nicht in die Garage, wenn das Dach ist dort so flach. Ich kann ein Liedchen singen, mir ist das Gleiche schon passiert. Dies, wenn aber rauskäme, da wär ich schön blamiert. Ich konnt wirklich nichts dafür, ich kann's euch ehrlich sagen. Schuld war meine Nachbarin, die Gisela an diesem Tag. Sie stand mit ihrem Bikini am Zaun und hat gelacht. Da hab ich keine Sekunde lang
an mein Rede mir gedacht. Ja, das war mein erster Liedbeitrag. Absolut ehrlich, muss man sagen. Absolut ehrlich. Schön. Man muss dazu sagen, wir machen jetzt Gössener Geschichten. Das sind alles Gössener Geschichten, die man da erzählt. Ne? Wenn wir jetzt eine 10 können, können wir applaudieren. Ne? Ja, das machen. So wisst ihr, dass es gut war. Also. Danke. Wunderschön. Sehr schön war es. Sehr schön. Wirklich schön. Unehrlich, wie gesagt. Sehr ehrlich. Mitten aus dem Leben. Mitten aus dem Leben hören wir jetzt aber vom Robert Amersbach. Und weil der Pfarrer dabei ist, hat er gesagt, er macht bloß gute Gedichtle. Er hat auch sehr gute Gedichtle, aber die sind nicht so ganz, die sind oi oi oi. Die kommen, glaube ich, nicht immer und überall, ne? Gell? Naja, ich bleib dabei, wir machen die gute und die ganz gute, die Wettering vom Pfarrhandel, weil er ja dabei ist. No. Und dann machen wir das so. Also jetzt hören wir aber Technisches. Es geht um ein Motorrädle, glaube ich, zunächst. Ja, es geht um das Sakrament und ich habe ja so alte Futter, so, die sind so alt wie ich und noch ein bisschen älter. Und da ist es einfach so, dass wenn ich die Ortrat will, dann springe die Schlacht an. Ich mache das Ganze aber auf Dialekt. Ich hoffe mal, dass das verstanden wird. Wenn nicht, ihr könnt mich ruhig angerufen. Ne? Simultanübersetzerin haben wir keine. Nein, haben wir nicht. Also, Sakrament heißt das Gedichtle. Was Frommes? Was Frommes, ja, natürlich. Ich habe gesagt, was vom Pfarrer und so. Schön. Über Pfarrer lässt sich immer wunderbar dicht. Da gibt es überhaupt nichts. Also ich fange jetzt an, ne? Jetzt geht's los. Vor meinem Putzer, wenn ich ein Ort rat, bin ich arm dran. Meistens sprengen sie die Tragskern Schlacht an. Gerade wenn es zuguckt und dort bei mir steht, lassen sie mich im Stich und es geht. Sakrament habe ich geflucht, wie ich schon das zehnte Mal nachgetragen habe. Sakrament, ich trat wieder nach. Sakrament, du Scheißkorn, was ist dann halt? Und nun mal Sakrament, ich schaue mich schon für den Laut. Sakrament, wieder nicht, ich war narrisch schier. Und ich gucke auf, da steht der Pfarr für mir. Also da muss ich jetzt sagen, dass das nicht unerfahren war. Nicht, dass ihr denkt, und so, das war schon viel ärmer. Das war mein seelischer Vorgänger, gell? Vorgänger, irgendwie so, oder ist es auch ein Gelauche, ich weiß es nicht genau. Wir können ja wegen Lügen, wir Künstler, weil wenn der Pfarr dabei ist, dann wird es ja gleich wieder vergeben. Ja, das sind alles künstlerische Freiheiten. Freilich. Geschämt habe ich mich für mein Sakrament. So dürfen wir aber nicht fluchen, hat der Pfarr geschenkt. Das hätte ich sein können. Ja, wieder. Herr, erhört mein Flern, sagt mir da ein guter Mann. Genau. Beim Notrade, dann springen sie schon an. Mir ist das so, wie da ist das Suche, wie es aussieht. Na gut, denke mir, das wird probiert. Herr, erhör mein Flern, Badi, und rat no. Lässt es, dass ich da das Maul aufgesperrt ho. Auch gesprungen ist er, was eine frät. Sakrament, sagt der Pfarr, das hätte ich jetzt nicht geklärt. Hätte doch nicht sein können, ne? Ich weiß es nicht. Ich erkenne es ja, wieder. Ich weiß nicht, naja. Aber es war fast fromm, fast. Fast fromm. Fast fromm. Jetzt kommt aber wirklich, glaube ich, ein frommes Gedichtle. Jetzt kommt noch eins, wo noch frömmer ist. Und zwar ist das, das heißt getäfft, also getauft. Und da denke ich mal, auch wieder vom Pfarr, das, wie gesagt, das kommt immer, es ist leicht zu machen und es wird wunderbar. Heißt, mit Geld kann man alles erreichen. Wenn es in der Kasse klingelt, geht alles gleich. Ihm so leichter läuft es, je mehr das man schmiert, sogar wenn man gar keinen Auswag mehr sieht. Da war einmal einer beim Pfarr, ein älterer Mann, ich habe einen Hund, sagt er, und ich hang so an dran, aber ist es endlich, wo ich hoch auf der Wald, ich möchte, dass er getäfft wird. Ich möchte das halt. Das geht nicht, sagt der Pfarr, wo führt denn das hin?
Ein Hund ist doch kein Mensch, dann darf ich dir nie. Ein Hund hat keine Erbsünd, wo hat er nah? Jetzt wird gedäfft, 100 Mal nah. Ich tät, sich der Anner, bezahlt dafür. Ich bin vermöchet, das tät ihr schon spür. Ihr sucht doch nur in, wo die neue Glocke käft. Ich tät sie bezahlt, dafür wird mein Hund gedäfft. Also gut, sag ich sofort, da kann ich nicht aus. Hoffentlich kriegt der Bischof nicht raus. Das muss für alles Himmel zugehen. Da dürfen nicht vor Mann in der Zeitung stehen. Aber wenn etwas nicht rauskommen soll, ein anderer Talkshow hat der Bischof Bescheid wissen wollen. Was habe ich da gehört, fragt er ihm vor. Was erzählen die Leute? Du hast ihn seinen Hund gedäfft. Ja, bist du nicht gescheit? Naja, sagt der Pfarrer, wie soll ich so? Ich habe euch da wieder fort, will ich auch. Aber ich konnte nicht anders, die was gleich sage. Da hat man nämlich das Geld für eine neue Glocke gegeben. Ach so, sagt der Bischof, das ist der Grund. Ja, ist er dann schon gefirmt, der Hund? Fertig. Ja, da kann ich jetzt, da darf ich jetzt nichts kommentieren. Nein, da darf man nicht. Aber, naja, also gut. Ein schönes Gedichtle. Ja. Robert Amersdorf hat tausende von solchen Gedichtle, stimmt's? Ich hab 1784. 1784. Ja, nicht alle so lang, aber es sind dann dabei, wo noch länger sind. Ja, also aber auch kürzere. Schönere und nicht so schöne, also manche lasse ich nur mir selber für, mein Katz vielleicht noch, aber... Manche sind auch wunderschön. Das ist wie mit mancher Predigt, alles für die Katz. Manches für die Katz, nicht alles. Und man hört so die Gedichte und auch am Pfarrer, man hört das so schön in der Zehntscharne jedes Jahr im Oktober. Auch vom Alfons Schleret, da wenn man hingeht, hört man solche schöne Sachen. Genau, und ein bisschen Musik dabei, schöne Musik. Sowieso. Also der Alfons macht auch schöne Musik, aber es gibt halt noch ein bisschen andere Musikanten dabei, ne? Jawohl. Was gibt es alles? Ja, wir machen fränkische Musik, wir machen aber auch italienische und wir sind querbeet gespielt und da kommt es drauf an, mazedonisch oder wunderschönes. Also, ihr müsst einfach kommen und euch das angucken. Herrschaftszeiten, also das ist ja international. Ja. Wirklich. Obere 10.000 kann man sagen, die Gäse, die sind schon besonders, ne? Ja. Kann man sagen, oder? Kann man sagen. Und das ist mein nächstes, mein letztes, mein vorletztes. Ganz kurz, nicht, dass ihr denkt, es könnte noch was, es sind 6 Zeile. In der Stadt zu leben, das wäre nichts für mich. Na, ich sag das, das macht mich hin. Die viele Leute, wo ich nicht kenne, wo sie alle per sie miteinander sind, wo ich bald kalt als Gläs Licht näher wäre, weil ich in Gösse ja zu der über 10.000 gehöre. Das war mein Gedicht. Absolut. Kann man so sagen, ne? Ja. Wir gehören alle zu den oberen 10.000 in Gösse. Ja, das ist ja wurscht. Ne? Alle miteinander. Ja. Alle miteinander. Ja. Ja. Also wie der Robert Amersdorf schon gesagt hat, manchmal steuert der Pfarrer auch ein bisschen was dabei zu, dort bei dem Fränkischen Abend. Manchmal fällt mir was ein. Meistens sind es auch Geschichten aus dem Leben und aus dem Pfarrhaus natürlich, aus dem Pfarrhausleben. Und meine Haushälterin ist immer dabei irgendwie, die ist ja beim Fränkischen Abend dabei. Und die muss ich ja auch dann erwähnen. Ne? Und die Leute gucken immer mehr auf sie als auf mich meistens. Also eins habe ich jetzt auch heute. Wie? Das ist keine Kunst. Ja, ich weiß. Danke für das Kompliment. Ja, die auffallendere Frisur, muss man sagen. Ne? Ja. Tiefblond und sehr gelockt. Ja. Bei mir lockt sich nichts. Aber ich bin auch nicht blond. Manchmal schon. Also, aber das, sie sagt, sie ist nicht echt. Also die Frisur, das Blonde ist nicht echt. Das sagt sie. Ja. Stimmt, Frau Verschwein? Ja, ich bin nicht von Natur aus blond. Nicht Natur. Also ich habe auch ein kleines Gedichtle mitgebracht und da geht es auch ums Predigen unter anderem. Es ist doch so, du bist so froh,
Wenn dir das mit dem Predigen so einigermaßen gelingt und nicht schon beim dritten Wort deine Gemeinde in gerechten Schlummer sinkt, da sprichst du ihnen von himmlischen und göttlichen Dingen, aber der Funke will nicht so richtig überspringen. Und du weißt schon beim dritten Satz ziemlich alles mal wieder für die Katz. Und dann das. Du machst einen harmlosen kleinen Spaß und siehst plötzlich Mäuler und Äuglein aufgehen und die Ohren empfangsbereit Achtung stehen. Da habe ich neulich nur ganz beiläufig berichtet, meine Haushälterin hätte sich neu eingerichtet. Eine Spülmaschine hätten wir jetzt in unserer Küche stehen. Ihr hättet dabei sein sollen und sehen, plötzlich war alles mucksmäuschenstill. Ich übertreibe nicht und sag nicht zu viel. Und als das mit dem Kochbuch dann auch noch war, da war sie hellwach, die fromme Schar. Und zwei Tage später, so hat mir es meine Hausfrau gesagt, wurde gleich dutzendfach bei ihr nachgefragt. Da frage ich mich schon, wer vielleicht auch in Gösse der Kirchbesuch höcher, wenn's öfter mal hieß, heut predigt nette Pfarr, heut predigt die Köcher. Damals haben wir noch alle reingehen können in die Kirche, heute ist das ja ein Problem, im Augenblick jedenfalls. Ne? Es ist ein Problem, ja. Problem. Es ist ein Problem. Ein ganz großes, ja. Ein Riesen. Geschichte für sich. Aber wir wollen ja heute Abend die Stimmung nicht drücken, sondern heben. Jetzt gibt es noch ein kleines Gedichtle vom Pfarrer, auch eine echte Geschichte, keine Gössemer, jedenfalls nicht auf Gössemer Grund, sondern da waren wir im Saaletal. Man muss dazu sagen, wir machen ja von der Pfarreiengemeinschaft immer einmal im Jahr unsere Sternwallfahrt hinüber nach Schönau, alle miteinander. Und im Anschluss an diese Schönauer Wallfahrt hat sich an diesem Tag folgendes ereignet. Ich habe es überschrieben, übersinnliche Fähigkeiten. Also ich glaube ja einiges, aber das hätte ich nicht geglaubt. Und vielleicht ist es ja eigentlich auch gar nicht erlaubt, also fromm und kirchlich gedacht. Aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, Folgendes ist mir da unlängst passiert. Wir waren hinüber nach Schönau marschiert, die ganzen Frommen aus allen Pfarreien und dann die Mess in der Kirche und das Vesper im Freien. Und danach war dann Schluss und alle sind heim. Aber es war wunderschön und da wäre es doch fein, ein kleiner Spaziergang an der Saale hinunter. Oh ja, das machen wir, sagt meine Haushälterin munter. Die war nämlich auch dort, allerdings mit dem Wagen. Denn sie hatte über zwei gebrochene Zehen zu klagen. Erinnern Sie sich, Frau Frischwein? Ja. Ja. Ja, das geht, frage ich. Können Sie denn so gehen? Ach ja, sagt sie, aber einhenkeln wäre schön. Es war dann auch, also mit einem Wort, ein absolut gelungener Krankentransport. Die Saale rauschte und die Vögelein sangen und wir zwei sind Arm in Arm gegangen. Ich in Schwarz und mit Kragen, sie in Blond. Und was soll ich sagen, da kamen uns dann vier oder fünfe entgegen und jedes Mal sah ich in Köpfe, wie Gedanken sich regen. Blondine mit Pfarrer etc. pp. Ich weiß jetzt sicher, dass ich mich aufs Gedankenlesen verstehe. Ja, das war eine wahre Geschichte. Das war eine schöne Geschichte. Schöne. Ja. Ist der Alfons eigentlich noch hätte da? Da hätte ich mal meinen Gedanken gemacht. Gell? Ja, mitten aus dem Leben, ich sage. Ja. Geschichte, echte Geschichte. Ja? Räder mit dann etwas rausgerutscht wäre. Alles echt, alles echt. Also das Blond ist nicht echt. Das wollen wir nochmal fürs Protokoll festhalten, gell? Jetzt hören wir noch ein Gedicht, da geht es auch um Haare, jetzt sind wir wieder bei Haaren, und es geht um Hasen, also keine Hasenhaare, sondern Haare und Hasen, wenn ich recht weiß. Ja, das ist mein zweites Lied, ein ganz neues, und zwar ist der Titel Fruchtloses Gespräch mit meinem Friseur. Und man muss dazu sagen, man hört heraus, dass dem guten Alfons das Kirchgehen im Augenblick abgeht, ne? Ja, die Melodie dürfte bekannt sein. Genau. Mein Friseur ist der Walter Dittmeier, ein ganz bekannter Gössenheimer Ortsbürger, ja im ganzen Bachgrund bekannt. Und eigentlich ein ganz feiner. Und jetzt hören Sie mal zu, was ich mir da ausgedacht habe.
Zum Walter, mein Friseur, gehört der Bauplatz neben mir. Tausende von Löwenzähnen und ein guter Klee wächst hier. Meine Hasen freuen sich jeden Tag und sie fressen, was ich bringen mag. Ja, so werden sie schnell groß. Später gibt es einmal Has mit Kloß. Ja, und jetzt wollte ich mit Walter verhandeln. Mit dem Löwenzahn, dieses Unkraut, da machte ich ihm folgenden Vorschlag. Ich hol mir dein Unkraut gerne für die Hasen in der nächsten Zeit. Dafür könntest als Gegenleistung Haar und Bart mir umsonst geschneit. So hättest du auch was davon. A saubere Wiese halt kein Lohn. Meine Hasen freuen sich sehr. Und als Züchter freue ich mich noch mehr. Der Walder antwortete darauf folgendermaßen. Eine Reaktion, die ich nicht unbedingt erwartet hätte. Lieber Alfons Hasenzüchter, muss dir sagen, das geht nicht. Muss in den Corona-Zeiten auf viel Kunden schon verzicht. Du zahlst weiter fürs Frisieren und fürs Futter von den Tieren. Denn du kriegst genug Pension. Und ich möchte gern einen Teil davon. Ja, und heute Morgen bei der Futtersuche erlebte ich eine traurige Entdeckung. Heute mähte er die Wiese. Nun ist mein gutes Futter weg. Was geb ich nun meinen Tieren? All mein Jammern hat keinen Zweck. Körner gibt's jetzt nur zu fressen, die sie gar nicht gerne essen. Einen Hasen hätte der kriegt im späten Herbst. Doch jetzt essen wir ihn lieber selbst. Ja, danke schön fürs Zuhören. So kann's gehen, ne? Ja. Das ist eine haarige Geschichte. Ja. Jetzt hungern die Hase und die Wolle ist trotzdem noch auf dem Alfons. Ja, jetzt mit dem Bord gibt es nur ein Problem. Wer schneidet mir mein Bord? Ah, noch. Oh, ja. Eieiei. Das mach ich. Nix da, gell? Keine Fremdarbeit annehmen, nix. Ein Meter Abstand wird schwierig. Ja, mehr als ein Meter. Ja. Das wollen wir doch mal. Also schöne Liedle, dumme Sprüchle, halt wie es an so einem fränkischen Abend alles so ist. Ich geschwind noch was erzählt zum Walde, weil der Walde sich schon zugestellt worden ist, der Walde Dittmeier. Ja. Das war also früher, wie er gelernt hat, der Walde, ist bei seinem Vater in Emil in die Lehre gegangen und da hat mir erzählt, dass der Emil zum gesagt hat, du musst es rasieren lernen und wenn der ganze Bauch drunter geht. Der Bauchgrund, ja. Hat mir verzählt. Ja, so ein Handwerk muss erlernt werden. Ja genau, also das war mein Beitrag. Ja, da gibt's nichts. Also ich hoffe, es hat bis jetzt gefallen, unser Sprüchli, die Gescheiteren und auch die Dümmeren und die Geschichte aus dem Leben.
Und gereimt hat sich das Allermeiste, fast alles. Ne? Und es waren ja sehr fromme Melodien, die wir gehört haben, und fromme Gedichte, meistens jedenfalls. Die meisten haben die Melodie erkannt, ja. Ja. Und jetzt hören wir noch ein Gedichtle vom Robert. Und da geht es natürlich, das muss doch alles sein, um die Homburg. Weil die Homburg thront über allem, schaut auf alles runter. Und jetzt hören wir von einem, der ebenfalls von oben alles beschaut. Ja, dazu muss ich gleich einmal sagen, bei uns in Gösser heißt es nicht Homburg. Bei uns in Gösser heißt es da oben Schloss. Schon immer. Homburg ist unter Armee und in Gösser hat es früher keine Homburg gegeben, sondern ein Schloss. Wenn also einer heimgekommen ist und hat gefragt, wo warst du, dann hat er gesagt, da war Schloss im dritten Kahler. So viel dazu. Das Gedichtle jetzt, das handelt halt vom Schloss, also von, denke ich mal. Und ja, das möchte ich halt auch zum Abschluss dafür gelassen. Aus der Ritterzeit damals. Da oben Schloss. Damals in der Ritterzeit, gut, dass das halt nicht mehr geht. Da, wenn in der Fort ist von der Ritter, dann war das für da ihr Weißbilder bitter. Die haben da nämlich einen Kauschheitsgürtel angelegt, dass sie keine andere Spitzbohr über die Haare melkt. Während man fort ist, raus in der Schlacht. Ein Mann hat aber auch in der Schlacht die Grätsche gemacht, dann hat die Frau ihr Leben lang gebürst. Oder sie hat zum Schmied gemüsst, das Tasche von dem Geschirr befreit. Weil es aber auch bei der Schmiedspitzbube geht, dadrü hat der Ritter nachgedacht und hat mit seinem besten Freund ausgemacht, dein Schlüssel für dein Kauschheitsgürtel, dann gab ich dir. 3 Jahre bleibe ich fort, höchstens 4. Wenn ich nachher noch nicht daheim bin, schließt ihn auf. Dein Gürtel bei meiner Frau, ich verlasse mich drauf. Ist gut, sagt der Anna, kannst beruhigt sein, in 4 Jahren schließe ich auf, so soll's sein. Nicht ändern, egal der mein Wort. Doch drauf ist der Ritter fort. Für 4 Jahre eine lange Zeit. Er wollte gerade aus Gösser ausreit, da kommt sein Freund und heult ihn ein. Du, sagt er, kann das sei, du hast mir, glaube ich, aus Versabe für dein Kauschheitsgürtel eine verkehrte Schlüsselgabe. Das war's. Schön. Ja. Es gibt gescheite und weniger gescheite Ritter, ne? Ja, es gibt total dumme und andere, ja. Also jetzt haben wir vom Schloss was gehört. Ja, vom Schloss. Ja, Geschichte aus dem Ort, Geschichte aus dem Leben. Und hoffentlich hat es ein wenig Spaß gemacht, ne? Also nicht bloß uns mit unserem Geschmack da, sondern auch der anderen, die jetzt zugehört haben. Mein Rotwein geht zur Neiche, ich muss mir jetzt Nachschub holen. Ich hole jetzt auch einen Wein. Gut, ich hole einen Rot an, ich trinke jetzt auch einen Rot. Was gescheites halt, ne? Ja. Und jetzt können wir Schluss machen. Ausgetrunken, Schluss, aus. Nach Haus kann man nicht. Das ist immer schön, das letzte Lied. Was ist das aber auf dem 10-Schein immer gewesen? Was für Wunder immer? Alfons? Ade zur guten Nacht war als oder kein schöner Land? Kein ja, genau. Land. Ade zur guten Nacht, ne? Aber das machen wir heute Abend nicht. Also wir singen wir nicht. Also ich freue mich, wenn wir uns wieder mal treffen können und dann weitere Lieder oder Gedichte dann vortragen können. Und bei der Heike möchte ich mich bedanken, die dann das Ganze dann den anderen Zuhörern serviert. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Hoffentlich hat es ja geklappt mit der Aufnahme, sonst müssen wir unsere ganze Sprüche noch einmal bringen. Ne? Also danke fürs Mitmachen, schön war's. Ja, vielen Dank. Und unsere Hörer und Hörerinnen hoffentlich viel Spaß damit. Ade. Ade. Tschüss. Ach, tschüss.